Ob eine Yoga-Klasse mit Teilnehmern aus der ganzen Welt? Ob eine Videokonferenz der Europäischen Union? Oder Fernsehen mit einem Streaming-Service zu Hause? Der Gebrauch des Internets in Zeiten des Coronavirus ist enorm. EU-Digitalkommissar Thierry Breton begrüßte die Entscheidungen von Netflix und YouTube, ihre Videos in Europa in den nächsten 30 Tagen auf Standardqualität zu reduzieren. Disney verschiebt zudem den Start seines Streamingdienstes Plus in Frankreich, nach einer Bitte der dortigen Behörden, und reduziert auf anderen europäischen Märkten die Nutzung seiner Bandbreite um ein Viertel. Viele Menschen arbeiten nun von zu Hause und die Branche schätzt, dass sich die Internetnutzung um bis zu 40% erhöht. Das Internet mit seinen globalen Netzwerken könne mit der Situation umgehen, so dieser Experte von Cisco, denn sie verfügten über nicht genutzte Reservekapazitäten. Cisco arbeite mit seinen Partnern weltweit, um diese Reserven in der jetzigen Krisensituation nutzbar zu machen. Während die Server ihre Aufgaben erfüllen, erhöhten Telefon- und Internetfirmen in den am stärksten vom Virus betroffenen Regionen die Zugangsmöglichkeiten. Dies komme privaten Kunden, Geschäftskunden und Studenten in vielen Ländern Europas, vor allem aber Italien, Spanien und Belgien, in der Form von den günstigsten Bedingungen zugute, so ein Branchensprecher. Wer immer jetzt auf das Internet angewiesen ist, hat technischerseits nichts zu befürchten.